hier ist Ronja und wir spielen heute wieder Brookhaven, Geburt bis zum Tod. Und zwar diesmal im Leben einer Prinzessin. Wenn ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch das hier oben beim i, da könnt ihr gerne draufklicken. Und wenn ihr neu hier seid und noch nichts wirklich von mir gesehen habt, dann abonniert gerne den Kanal. Dann, ich glaube, über 70% von euch haben das nicht gemacht. Sehr, sehr peinlich auch an der Stelle, habe ich nichts anderes zu sagen. Just kidding. Nee, aber wenn ihr das macht, verpasst ihr keine neuen Videos. Und dann würde ich sagen, let's go! Wie geht es Ihnen, Prinzessin, nicht gut. Königin nicht gut. Ronja? Kann ich irgendwie helfen? Pressen Sie einfach. Okay. Sie meine sind Hand, Sie nicht okay? der Arzt? Okay, ich halte Ihre Hand. Dankeschön. Ja, na klar, bin ich die Ärztin. Hier, Sie. Kommen Sie schon. Ich zieh's raus. Okay. Haben Sie's? Ja. Ja, nice. Oh. Es ist ein kleines Mädchen. Herzlichen oh, Glückwunsch. Oh, sie ist so niedlich. Und sie stinkt doch nur ganz wenig. Wir sollten langsam mal die Windeln wechseln. Oh, so schnell schon? So schnell schon, ja, das geht ganz schnell bei den Kindern. Willkommen auf der Welt, kleine Prinzessin Ronja. Prinzessin Ronja, ja? Deine Mutter muss jetzt losgehen, die Welt regieren. Wir sehen uns später. Ciao, ciao. Tschüss. Oh, nee. Und das heißt, meine Hauslehrerin kommt wahrscheinlich gleich und zwingt mich aufzustehen und zu lernen. Was soll man überhaupt lernen? Ich bin Prinzessin. Ich werde ja keinen späteren Job machen müssen. Ja. Oh, ja, bitte Moment. Aufmachen. Ja, Moment, Moment, Moment. Hier. Ja, oh, sorry. Ich habe mich aufs Sofa gesetzt. Hier. Ach, danke schön. Morgen. Guten Morgen, Prinzessin Ronja. Wie geht es dir heute? Mir geht's müde und Ihnen? Oh, ich fühle mich fit und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an zu lernen, oder? Okay. Bist du bereit? Was lernen wir heute? Wir reden heute über Photosynthese. Also sag mal, was du so drauf hast. Photosynthese, verstehe. Könntest du dich vielleicht hinstellen beim Reden? Ja. Und wir wollen uns auch bitte manierlich verhalten, ja? Wie echte Prinzessinnen. Okay. Photosynthese. Photosynthese ist ein wichtiges Thema in der heutigen Gesellschaft. Photosynthese sollte nicht verwechselt werden mit Fotografie. Sehr ähnliche Prozesse. Photosynthese ist für Menschen, Fotografie ist für Pflanzen. Ronja, was man habe darf ich dir keine Menschen Egal, fotografieren, was weil sie sonst anfangen, Photosynthese zu betreiben. Ja? Was habe ich dir beigebracht? Egal, was man dich fragt. Was musst du sagen? Ich hab's vergessen. Weltfrieden! Es Weltfrieden. Geht mir um den Weltfrieden. Okay. Nächste Frage. Also, okay. Was machst du, wenn deine Pizza nicht schmeckt? Ich rufe freundlich beim Pizzalieferanten an und fordere zwar eine neue Pizza, aber betone, dass mir Weltfrieden wichtig ist. Oh, super! Ja, wunderbar! War das richtig? Begriffen. Ja, das war absolut Gott sei perfekt. Dank. Sehr gut. Okay, stell mir noch eine Frage. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt wirklich dabei. Okay, dann komm bitte in die Küche und ich möchte, dass du dich manierlich hinsetzt. Ja, wie eine Dame. Okay. Zeig mir deine beste Pose. So? Ja, okay. Schultern vielleicht Schultern bisschen gerade nach hinten. Schultern okay. gerade, genau. Alles klar. Rücken durchdrücken. Ja, Arme auf keinen Fall auf den Tisch. Oh, das ja, ist schon mal ganz gut aus. Okay, sehr schön. Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, du bist bereit für die nächste Frage. Also, was tust du, wenn dich jemand fragt, wie spät es ist? Ich gucke auf die Uhr, sag die Uhrzeit und sag, es ist Zeit für Weltfrieden. Ja! Wunderbar! Oh, danke schön! Oh, meine Arbeit ist vollbracht! Juhu! Oh mein Gott, heißt das nie wieder Schule? Heißt es nie wieder Homeschooling? Ja, yeah, das heißt, wir yeah. sehen uns morgen. Ciao! Das sind bestimmt die Fernsehleute. Da kommt die Prinzessin! Prinzessin, was sagen Sie zu unserem heutigen Treffen? Sind Sie aufgeregt? Ich bin aufgeregt, aber viel aufgeregter bin ich für den Weltfrieden, der hoffentlich bald eintritt. Oh ja, so redet eine wirklich royale Prinzessin. Darf ich Sie in meiner Limo mitnehmen? Mikrofon? Ja, ja, bitte, bitte. Sagen Sie doch ganz kurz ins Mikrofon, was Sie heute Morgen zum Frühstück gegessen haben. Ich hatte heute Morgen Cornflakes mit einem halben Apfel und einer Mandarine. Mit Hafermilch. Und meine Lieblings-Cornflakes sind die mit den kleinen Erdbeerstückchen. Aha, aha. Und? Weil die so schön pink sind. Und? Und zum Frühstück habe ich die Nachrichten geschaut und habe mir gedacht, ach, wenn doch nur endlich der Weltfrieden eintreten würde. Oh ja, eine royale Antwort ohne Ende. Ach, Sie wollten mich in Ihrer Limo mitnehmen, richtig? Ja, natürlich. Wissen Sie was? Ich fahre Sie natürlich.
Ach, danke schön. Steigen Sie bitte ein. Ich bin nämlich nebenberuflich auch noch Chauffeur. Wo darf es hingehen, Prinzessin? Ich wollte Ihnen ja so ein bisschen den Tag einer Prinzessin zeigen. Normalerweise beginnt mein Tag, indem wir einfach zum Nagelsalon fahren und ich mir entweder die Haare neu machen lasse oder die Nägel, weil man soll als Prinzessin ja auch immer sehr gepflegt aussehen. Einmal zum Nagelsalon, hab's verstanden. Dankeschön. Okay, ja, also gut, Prinzessin, ich habe hier dann meine Sie mal Stylistin. Alles, was Sie normalerweise machen, ja. Im Normalfall, dann setze ich mich meistens einfach hier hin und dann schneidet mir meine Stylistin die Haare oder frisiert mir das. Aha. Wissen Sie was? Ich bin nämlich auch Stylist. Ach, tatsächlich. Darf ich Ihnen vielleicht die Haare machen? Ja, ja, tatsächlich. Ja, aber natürlich, gerne. Wunderbar, ein kurzer Energy Drink und los geht's. Oh, okay. Interessant. So, und schon sind wir fertig. Dankeschön. Und was sagen Sie, Prinzessin? Wie fühlen Sie sich? Wie neu geboren. Das passt super zu meiner Krone. Wunderbar. Wieso haben Sie denn Ihren Job als Stylistin aufgegeben? Und wir sind die Ersten, die das hier aufnehmen. Die Prinzessin Ronja mit ihrem neuen Haarschnitt, mit einer brandneuen Frisur. Wunderschön, Prinzessin. Was sagen Sie zu Ihrer neuen Frisur? Ich sage, das ist eine Frisur, die hoffentlich bald den Weltfrieden einläuten wird. Oh, da haben wir es, der Weltfrieden. Die Prinzessin sorgt sich nur um den Weltfrieden. Absolut. Was haben Sie gesagt? Krankenhaus? Man, ist irgendwas passiert? Was ist... Okay, meine Mom. Okay, ich bin auf dem Weg. Alles klar. Dankeschön. Oh nein, meine Mama liegt im Krankenhaus. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Mama, bist du hier? Oh. Mama? Oh, mein Kind, komm zu mir. Oh mein Gott, Mama, ist alles okay? Oh, es ist an der Zeit, dass du die Krone übernimmst. Was? Nein! Oh, doch, du musst die Krone nehmen. Ich werde alt und nein. Ich sterbe. Nein, sag doch das nicht. Bitte, doch, Mama, nein. Doch, nimm das Geld, nimm die Energy Drinks und alles, was unserem Königreich gehört. Nein. Du musst das. Aber wie soll ich denn das Königreich regieren? Ich bin doch noch so jung. Ich bin doch erst 25. Ja, und ich bin auch erst 29. Zum 40. Mal geworden. Und aber nein. Ich muss jetzt das Geld nehmen und die Welt regieren. Oh mein Gott, ich muss aufpassen mit dem Kamin. Letztes Mal ist mir fast mein Prinzessinnenturm angebrannt. Das ist voll gefährlich. Okay, kein Feuer machen. Ich habe mich im Griff. Ich werde es nicht tun. Das Leben alleine ist nicht einfach, seit meine Mama weg ist. Huh? Muss ich sauber machen, damit ich mein Baby füttern kann. Was war das? Oh, das hier putzen. Ma'am! Hallo? Ma'am, bitte darf ich bei Ihnen putzen? Ich muss Geld verdienen, damit ich mein Baby über die Runden bringen kann. Kommen Sie mal rein. Reinkommen, ja. Oh, es ist warm hier drin. Es ist so warm und wunderschön. War das Ihre Tochter gerade, die da bei mir reingerannt ist? Ja, das ist meine Tochter. Ich schaffe es nicht, sie zu ernähren, weil ich einfach zu wenig Geld habe. Wollen Sie meine Tochter kaufen? Sie ist wirklich ein süßes Baby. Ja, ich weiß, ich habe so viele davon. Das ist meine fünfte. Viel Spaß damit. Warte, habe ich jetzt einfach... Ich will sie nicht mehr, behalten Sie die! Scheinbar habe ich jetzt einfach ein Baby. Hi, kleines Ding. Willkommen auf der Welt. Ich schätze, ich bin deine neue Mom. Hier ist dein neues Zuhause. Du wirst mal eine Prinzessin sein. Dann habe ich scheinbar ein Baby jetzt. Oh mein Gott, warum hat sie schon wieder ihre Sportsachen vergessen? Warum ist meine Tochter so ein kleiner Vergesslichling? Peinlich. Jetzt bin ich die Einzige, die nicht mitmachen kann beim Turnen. Die Alte denn endlich? Hier, easy. Oh, da bist du ja endlich. Hier sind deine Sportsachen, bitte. Wieso hast du nicht den Butler geschickt? Was? Den gib mal her hier. Warum kannst du dich nicht freuen, wenn deine Mutter dir deine Sachen bringt? Es ist peinlich, wenn meine Mama in die Schule kommt. Außerdem hat so eine Frau mir so ein Ding hier gegeben. Guck mal, die kam einfach lang. Was? So eine Alte mit einem Besen. Nein, oh mein Gott. Naja, jetzt habe ich ein Baby. Easy. Okay, ich gehe mal zum Sportunterricht. Ciao. Oh mein Gott, soll ich ja sagen, das ist vielleicht ihre Schwester. Oh mein Gott. Oh nein. Easy. Ja? Ach, komm mal her, meine Tochter. Ich muss ein Gespräch mit dir führen. Okay. Worum geht's, Königin Ronja? Schau, deine Mama macht's nicht mehr lange. Und ich glaube, es ist Zeit, dass du die Thronfolge übernimmst. Morgen ist die Zeremonie mit der Kronenübergabe an dich. Hier ist schon mal ein bisschen Geld, damit du dir ein schickes Outfit zusammenlegen kannst. Oh, cool. Danke schön. Hier, nimm noch ein bisschen mehr. Oh, ja, und, das ist ja wunderbar.
Dankeschön. Genau, morgen kriegst du deine Krone. Morgen bist du offiziell die neue Königin von Brookhaven. Ich werde Königin von Brookhaven. Damit du die Verantwortung übernimmst. Traurig. Hast du deine Schulausbildung gut abgeschlossen? Ja, ich habe meine Schule abgeschlossen. Okay, was sagst du bei der Pressekonferenz, wenn dich jemand fragt, was deine erste Amtshandlung sein wird? Der Weltfrieden. Oh mein Gott, das ist meine Tochter. Sehr schön, ich bin so stolz auf dich, mein Kind. Gut. Danke, Mama. Komm her, lass dich umarmen. Es wird so traurig, wenn du nicht mehr da bist. Und dann bin ich Königin. Oh yeah, oh yeah. Ich werde Königin. Oh yeah, danke, ciao. Ciao. Easy. Wir haben über alles gesprochen. Ja. Du weißt, was du machen musst. Weltfrieden, genau. Und ganz viel Geld. Genau, du wirst im Turm wohnen. Bitte kümmere dich um meinen Hund. Der heißt Wuffy. Ich habe ihn selber so genannt. Er ist ein kleiner Dachshund. Mach's gut, Mama. Ja, ich hab dich lieb, mein Kind. Das war's aber mit dieser Folge Birth to Death, also Geburt bis zum Tod in Roblox Brookhaven. Wie gesagt, wenn ihr nochmal sowas sehen möchtet, ich habe sowas auch schon mal gemacht, in einem normalen Leben, jetzt nicht als Prinzessin, aber wenn ihr sowas nochmal sehen mögt, ich habe viele Ideen, schreibt mir das wirklich einfach gerne in die Kommentare und gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und schaut unbedingt bei der Easy vorbei, da machen wir auch coole Videos und dann sehen wir uns im nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!